Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Video. Ich wollte euch in Echtzeit mal das Abfräsegerät zeigen. Ich hoffe, es interessiert euch. Viele sagen ja immer, oh, ich brauche immer so lange für die Vorbereitung bzw. fürs Abfräse. Ich wollte es euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich es mache, und es geht wirklich sehr schnell. Ich fahre erst von hinten nach vorne. Danach von rechts nach links, da fange ich jetzt hinten an, ganz leicht, bis nach vorne, schon ist das Gel weg. Von oben nach unten, immer in einem Zug. Danach von rechts nach links, hinten anfangen, auf achte, dass ihr nicht zu lang an einer Stelle seid. Kerbt sich die Fräse ein, das ist nicht so toll. Passiert aber ab und zu. Ihr braucht natürlich einen guten leistungsstarken Fräser und ihr braucht natürlich gute Bits, das ist natürlich Voraussetzung. Aber die Fräsertechnik ist wirklich sehr schnell zum Abzutragen vom rausgewachsenen Gel. Einfach, wie gesagt, einmal von hinten nach vorne und einmal von rechts nach links. Und dann ist eigentlich alles abgetragen. Ich bin jetzt 4 Wochen alt, keine abgekracht, keine Liftings. Ist natürlich super Voraussetzung. Wenn ihr jetzt natürlich Liftings habt, müsst ihr natürlich speziell darauf achten, dass ihr das Gel natürlich ein bisschen weiter runterholt, sprich die Liftings komplett entfernt und dann ganz normal weiterarbeitet. Hier haben wir jetzt keine Liftings, das heißt, wir müssen auch nicht ganz so viel Altmaterial abtrage, also ich lasse immer so 20% drauf. Schon recht viel runter, aber immer, wie gesagt, ca. 20% drauf lasse. Habe ich alles entfernt. Das war jetzt 4 Minuten, zeigt es auf dem Video an. Kurz habe ich ja noch gequatscht, also ich denke mal 3,5 Minuten für alle 10 Nägel. Kann man nichts sagen. Jetzt geht es weiter mit der Naturnagelvorbereitung. Und ich zeige euch gerade schnell an einem Nagel, wie ich das mache. Und zwar schiebt man erst als erstes die Nagelhaut zurück. Vorsichtig natürlich. Aber trotz alledem muss die unsichtbare Nagelhaut von der Nagelplatte gelöst werden. Danach nehme ich so ein kleiner Nagelhautbit. Und gehe hier hinten
vorsichtig rum, entferne mir hier hinten die Nagelhaut, damit keine Liftings entstehen und der Nagel sauber aussieht. Danach nehme ich ein Prep, das ist ein Naturnagel-Vorbereitungs-Bit. Ich habe noch ein bisschen Probleme mit dem Licht, da muss ich noch die perfekte Einstellung finden. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Auch langsame Umdrehungen. Und das reite ich jetzt wie praktisch mit dem Buffer hier hinter das nicht abgefräste, also die Nagelhaut, die Nagelplatte, die Naturnagelplatte, gehe ich da leicht drüber. Da muss ich nicht mehr mit der Feile oder mit dem Buffer drüber. Schädigt den Nagel nicht, weil der ist extra für die Naturnagelvorbereitung. Und das war es dann im Prinzip schon. Wenn mich jetzt noch Nagelhautreste stört, kann ich das natürlich entfernen. Ich kann natürlich auch die Nagelhaut richtig entfernen und da muss ich aber ein anderer Bit nehmen. Das zeige ich euch aber in einem anderen Video. Das ist jetzt erstmal die schnelle Variante. Dann danke ich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und dann freue ich mich aufs nächste Video. Ciao!